Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ja, heute geht es um den Bereich der Familie im Feng Shui. Das ist der dritte Lebensbereich im Bagua, der dem Element Holz angehört. Und Holz steht für alles, was grün ist, grüne Farben, auch für das Grün der Blätter, der Büsche und Bäume, ja. Und was nährt das Holz? Das ist das Wasser. Und die Farbe Blau steht immer für das Wasser im Feng Shui, ja. Und wir geben den Pflanzen Wasser, damit sie wachsen und gedeihen können. Ja, meine Lieben, und heute geht es um dieses hübsche Glücksschwein. Das Schwein im chinesischen Horoskop. Und bevor ich euch da ein bisschen mehr erzähle, zeige ich euch erst nochmal, wo wir uns genau befinden im neunteiligen Bagua. Auch für die Neuabonnenten, die dazugekommen sind. Ganz, ganz herzlich willkommen an euch und vielen, vielen Dank für euer Abo. Das freut mich sehr. Schauen wir mal. Und zwar sind wir hier. Das ist das neunteilige Bagua. Und mit den neun Lebensbereichen. Und wir befinden uns hier gerade im Bereich der Familie. Das ist der dritte Bereich, habe ich gesagt. Entschuldigung. Und der ist dem Element Holz zugeordnet. Deshalb hatte ich hier eine grüne Farbe hier hineingegeben. Hier seht ihr den ersten Lebensbereich, die Karriere. Hier den zweiten, die Partnerschaft. Der dritte ist die Familie, der vierte der Reichtum, der fünfte die Gesundheit, hier in der Mitte der Wohnung oder des Hauses. Hier die hilfreichen Freunde ist der sechste Bereich, die Kreativität und Kinder, siebter Bereich. Dann haben wir hier das Wissen, ist der achte Lebensbereich und hier der Ruhm, der neunte Lebensbereich im Bagua, der Karriere hier direkt gegenüber liegt, ja. Und hier wäre unten von hierher, von der Seite wäre normalerweise der Eingang zu eurer Wohnung oder eurem Haus. Und das Organ, was dem Lebensbereich der Familie zugeordnet ist, ist die Gallenblase. Und solltet ihr da Probleme haben, meine Lieben, wäre es durchaus hilfreich, sich diesen Lebensbereich der Familie mal anzuschauen und ihn ein wenig zu stärken. Ich habe dazu ja auch schon Videos eingestellt. Da müsst ihr einfach Familie eingeben und dann erzähle ich euch, wie man diesen Bereich stärken kann. Genau. Und ich habe euch für diesen Bereich auch wieder mein Bild mitgebracht. Der Fluss des Lebens habe ich es genannt. Moment hier, das muss ich mal ein bisschen ordnen. So, jetzt. Genau. Und zwar seht ihr hier einen Fluss abgebildet und hier ein kleines Bäumchen. Das steht für unsere Ahnen innerhalb der Familie. Und dieser große Baum könnte jetzt für unsere Eltern stehen, die sich da stark entfalten. Und hier die Kinder, die hier mit den Farben explodieren, ja. Und in der Familie geht es ja immer um Willkommen und Abschied. Die Jüngeren folgen nach, die Älteren gehen irgendwann. Zumindest ist das die normale oder sollte das die normale Reihenfolge sein. Genau. Und ihr könntet euch auf einen Zettel schreiben: Das Leben ist wie ein Fluss. Ich lasse mich darin treiben. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass wir in den Fluss des Lebens springen und uns nicht an den Ufern festhalten, sondern uns von diesem Fluss treiben lassen, ohne Angst, im Vertrauen, was ganz, ganz wichtig ist. Denn das Universum, das schenkt uns immer das, was wir gerade brauchen. Und das ist auch meine Erfahrung im Leben, ja. Ich habe auch schon schwierige Zeiten hinter mir. Und aber jedes Mal, wenn ich etwas gebraucht habe, dann kam das auch. Das ist Universum. Sehr, sehr kreativ, was das anbelangt, ja. Okay, meine Lieben. Dann zeige ich euch mal, wer gemäß den Jahreszahlen im Zeichen des Schweines geboren ist. Da könnt ihr hier mal schauen. Vielleicht findet ihr euch hier wieder. Und dann könnt ihr euch auch wirklich glücklich schätzen, denn das Schwein steht ja auch für Glück, wie man sieht. Es hat den Glücksklee im Maul, ja. Auch in China gilt es als Glückstier.
Genau, und ihr könnt hier das Video anhalten oder euch einen Screenshot machen und da nochmal genauer schauen, ob das für euch in Frage kommt. Und wenn ihr festgestellt habt, dass ihr ein Schwein seid im chinesischen Horoskop, dann heißt ihr Yuo, Yuo, Yuo. Und in der westlichen Astrologie ist das Schwein mit dem Skorpion assoziiert, meine Lieben, ja? Also angenommen, ihr habt festgestellt, ihr seid ein Schwein im chinesischen Horoskop und ihr habt zum Beispiel das Sonnenzeichen im Zwilling oder Stier oder Waage, dann schaut bitte auch immer die Videos für den Skorpion an, ja? Da habt ihr schon wieder einen Parameter, der etwas über euch aussagt, ja? Und ja, wofür steht ein Mensch, der im Zeichen des Schweines geboren ist? Er ist auf jeden Fall er gilt als fröhlicher Optimist, meine Lieben, ja? Also, er wird als tolerant, als gutmütig bezeichnet, sehr freundlich und sehr herzlich, ja? Und sein Lebensprinzip ist Leben und Leben lassen. Also ein Mensch, der im Zeichen des Schweines geboren ist, gilt als sehr vertrauensselig, ja? Und ist ein guter Ratgeber für uns in schwierigen Situationen. Er hat dann auch sehr scharfsinnige Hinweise für uns, ja? Im Bereich der Sozialarbeit zum Beispiel findet man viele Menschen, die im Zeichen des Schweines geboren sind. Ja? Das Schwein gilt auch als ehrgeizig, was ja auch nicht verkehrt ist. Und also als fröhlicher Optimist. Entschuldigung, jetzt habe ich irgendein Haar hier, das mich juckt. So, jetzt. Entschuldigung. Genau, als fröhlicher Optimist. Und also das Schwein hat dieses Urvertrauen, dass irgendwie doch letztlich alles gut sein wird. Und wie gesagt, verkörpert in China Glück und Wohlstand. Und auch Schweine lieben, genau wie die Affen, alle Arten von Vergnügen. Und die können auch tagelang durchfeiern, rauschhafte Feste feiern, ja. Und sie sind sehr gastfreundlich. Also, das sind noch ganz, ganz tolle Eigenschaften, muss ich sagen, von unseren Glückstierchen hier. Und genau, jetzt schauen wir mal, wer passt denn gut auch zum Schwein dazu. Und zwar sind das der Hund, der ja auch so ein treuer und lieber Geselle ist, ja, der Hund. Und die Ratte, von der ich leider immer noch kein Tier da habe, aber ich habe jetzt gesagt, diese hübsche Maus ist für mich die Ratte. So, die stellen wir hier dazu. Zum Schwein eben und zum Hund, ja. Diese drei verstehen sich laut den Harmonien der Tiere im Feng Shui sehr gut. Das heißt, hier ist das Schwein abgebildet und direkt daneben sind Hund und Ratte. Und jetzt schaue ich mal, wer direkt gegenüber vom Schwein liegt. Das ist die Schlange. Das heißt, mit der Schlange, also gegenüber, heißt immer eher ein Stück weit Konfrontation. Da könnte es sein, dass es mal nicht so einfach ist, aber es gibt immer Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber ihr könntet mal schauen. Sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. In welchem Tier ist denn euer Chef, eure Chefin beheimatet oder die Arbeitskolleginnen und Kollegen? Und dann könnt ihr schon sehen, aha, also wenn da eine Schlange dabei ist, dann tue ich mir vielleicht als Glücksschwein ein wenig schwer damit, ja? Also so ist es ganz interessant, da mal zu gucken, wer denn welches Tier ist. Genau. So, und jetzt schaue ich für euch, meine lieben Glücksschweine.
für euch schaue ich jetzt mit den Seelenbotschaften. Was darf ich euch denn noch übermitteln, meine Lieben? Ja, Skorpion. Skorpion ist hier assoziiert, meine lieben Glücksschweine. Was darf ich euch hier übermitteln? Ui, na, wie schön. So, die Natur, meine Lieben. Schaut mal, die Natur. Gehe hinaus ins Grüne, atme. Fühle die Sonnenstrahlen auf deiner Haut, den Wind in deinen Haaren. Tanke Energie. Du liebes Glücksschweinchen hier, du sollst in die Natur gehen und atmen. Gesunde Luft tanken, das ist für uns alle, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Immer, immer wieder. Ich mache es auch. Ich versuche es jeden Tag. Es gelingt nicht immer, aber fast immer. Und ich merke dann immer, wenn ich dann draußen war im Wald, dass das so gut ist, ja. Also, und es ist bestimmt keine schlimme Sucht, wenn man jeden Tag in den Wald geht, um guten Sauerstoff zu bekommen, meine Lieben, ja. Okay, dann stelle ich die Natur mal hier dazu. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich euch wieder ein wenig Wissen mitgeben konnte. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch oder über euer Abo oder über Kommentare, meine Lieben. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Bis dahin, alles Liebe für euch. Macht es gut. Servus.